willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Tja, Vadek hat seinen DAF nun auch geupdatet für die 1.43 und wer den Mod nicht kennt, ich will ihn jetzt nicht komplett nochmal zeigen, denn das würde wahrscheinlich euren Zeitraum sprengen, meinen nicht, aber euren, denn dann sitzen wir hier wahrscheinlich eine Stunde und wir sind immer noch nicht fertig. Deshalb kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das letzte Video dazu an, was ich gemacht habe. Ich werde es unten mal in die Beschreibung packen, da könnt ihr nochmal einen kompletten Aufbau sehen und ich zeige euch heute nur mal grob, was dabei ist. Wirklich nur mal grob. Ne? Also für die Leute, die es nicht kennen. Ansonsten der Rest der Rasselbande, die wissen ja Bescheid, dass hier ein Update da ist. Ne? Was wir jetzt neu haben hier, das will ich mir jetzt mal ganz kurz anschauen. Wir haben in der Nähe des Sitzes haben wir hier irgendwo noch einen Slot für Wasserschreibtisch. Man braucht aber das Kabinen-DLC dazu. Hier. Aha, da ist es. Das ist nämlich neu mit dazu, schreibt er, das ist nämlich genau, edit a slot for water near the driver's seat. Das ist das hier, ne? Genau, das ist das auf alle Fälle, was ihr braucht. Und ihr braucht auf alle Fälle dazu das Kabinen-DLC, weil sonst klappt das nicht. Aber trotzdem ist ja schön, hier so eine kleine Wasserflasche noch drin zu haben, ist gar nicht schlecht. Und ihr seht anhand, wenn wir hier schon drin sind, anhand der ganzen Slots, das ist, handelt sich hierbei um einen Megamod. Ich möchte es immer wieder erwähnen, deshalb will ich nur ganz kurz nochmal drauf eingehen. Wie schon gesagt, wer es nicht kennt, hier gibt es massig an Anbaupunkte, wo ihr dann schauen könnt, wo dann diverse Anbausachen auch von Cast mit funktionieren, wie Kraker, NTM-Box, ne? Oder dann hier auch die normalen Aufbauten von SCS, das heißt hier Schubboden, oder dann hier auch die Krone-Aufbauten. Ne? Die funktionieren ganz genauso. Also da könnt ihr hier wohl ob als auch hier das alles nutzen, oder ihr sagt, nee, ich will ganz normal 4x2 fahren, geht dann ganz natürlich ganz genauso, aber auch als wichtig Low-Deck. Ne? Seht ihr gleich hier am Tank und hier an der Sattelplatte, alles mit am Start, ne? Oder Small Tanks, also hier seid ihr komplett frei, ihr habt hier eine 6x4, hier ist eigentlich alles mit dabei, was man so braucht, auch hier natürlich Super Spaces hier mit am Start, könnt ihr hier auch nutzen, ne? Auch hier mit Schwerlast 8x4 ist auch mit an Bord. Also da gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt an diesem Mod. Und ich finde den ja nach wie vor ganz schick, den 105er. Diese Rigid-Variante gibt es natürlich bei jedem Chassis, vielleicht auch nochmal gut zu erwähnen. Auch hier bei der Space Cap Plus ist es dann hier auch nochmal mit dabei. So, dann haben wir es geklärt. Low-Deck ist klar, die ganzen Chassis-Varianten ist auch mit dabei. Extra-Tank oder auch nicht oder mit, wie ihr wollt. Könnt ihr dann hier auch nutzen, PS ist bis 510 Pferde, Getriebe glaube ich brauche ich nicht drauf eingehen, wir haben Automatikgetriebe haben wir hier oder ihr könnt selber Haarschaltung, könnt ihr selber schalten, geht ganz genauso, ist aktuell ja nicht mehr so up to date, das wissen wir glaube ich alle, dass es nicht mehr so gewollt ist, einfach bloß noch alles Automatik. Ne? So, ansonsten, Anbauslots, ihr habt so viele Slots, egal ob ihr jetzt hier den Space nimmt, wenn ich jetzt hier nochmal drauf klicke, seht ihr hier, empty, habt ihr hier oben Slots ohne Ende, die werde ich jetzt natürlich nicht alle voll clustern, das könnt ihr selber machen, ihr habt die Standardbügel oder auch dann lackiert, also Chrom und lackiert, das funktioniert natürlich bei allen Bügeln, ja, egal was für eine Variante ihr, natürlich auch HS Schoch mit am Start hier, könnt ihr auch mit nutzen, ne? Dann habt ihr noch einen Slot für die Lichtbox, habt auch noch mit dabei, wer das möchte, und ansonsten geht es dann hier standesgemäß weiter vom DAF DLC hier auch auch lackiert natürlich, wenn man es möchte, lackiert diese Albedo, gibt es in Chrom oder dann auch in lackiert, ne? Oder die hier, aber das wisst ihr dann selber, könnt ihr selber dann noch hier noch was anbauen. Ich zeige euch nur mal nur grob, was es alles geht. Hier gibt es einen Schriftzug, kann man dementsprechend auch skinnen, wenn man das möchte. Wer da so die Erfahrung hat, kann das gerne tun. So, ansonsten natürlich auch Euro 6 Varianten dabei. Da fange ich beim Spiegel an hier. Und wenn ihr jetzt mal hier, ja, wenn ich dann hier die Space Cap Plus nehme, dann habt ihr nämlich hier die Möglichkeit, ich muss schauen, ist es die hier? Nee, da ist es. Da habt ihr nämlich die Euro 6 Variante hier oben schon auf dem Dach. Das ist die alte, die 105er und das ist jetzt die 106er. Also die gibt es dann hier auch noch. Vielleicht das einfach mal so zu erwähnen, ne? Dass es ja auch noch ein paar Möglichkeiten gibt. Wir haben hier oben natürlich auch eine Dachklima, wer das möchte. Wird dann im Interieur natürlich oben hier dargestellt, ganz klar wie Klus Brühe. Das ist natürlich auch neu. Wenn wir jetzt gerade im Interieur sind, denn Interieur ist auch ein ganz großer Punkt bei diesem Mod, was ja diesen Mod so einzigartig macht. Finde ich persönlich, ist nicht nur das Außen, sondern auch das Innere. Da fange ich hier zum Beispiel
nur diese Scheinwerfer einbauen. Also, oder die ganz normalen Frontschutzbügel, alles mit am Start. Hinten am Heck ist im Prinzip dasselbe. Ich habe da diese Varianten hier, ist bloß nicht kompatibel. Ich sehe hier das Grau. Ich weiß nicht, ich habe zwar das 50k Add-on, habe ich eigentlich da. Müsste ich dann nochmal schauen, warum das bei mir nicht funktioniert. Müsste ich immer nochmal drüber schauen. Aber zumindest, ja, müsste funktionieren. Hinten am Heck, am Popo, habt ihr dann die lackierte Variante. Dann auch schon hier die Euro 6 Lampen mit am Start. Oder dann hier diese Variante, geht natürlich auch. Oder vom DAF DLC geht auch. So, hier noch diesen Schriftzug. Und das sieht schon richtig gut aus, ne? Toll. Ja, also, da könnt ihr auch noch basteln. Ja, genau. Ich glaube, mehr muss ich jetzt erstmal noch nicht so drauf eingehen, oder? Wir können mal ganz kurz mal schauen bei der Super Space, dass ihr noch mal kurz drüber schaut. Wie schon gesagt, die ganzen, vorne die ganzen, der Sonnenschutz, der ist natürlich auch überall mit am Start, könnt ihr machen. Ihr habt hier vorne nochmal keine Leuchten, zum Beispiel, ihr habt diese originalen kleinen Birnchen, die es ja beim Shumi seinem DAF auch mittlerweile gibt. Die Skylights gibt es in Blau und in Gelb. Könnt ihr natürlich hier unten ganz genau machen, auch in Gelb und hier nochmal in Gelb. Auch die Scheinwerfer könnt ihr auch in Gelb machen, wenn ihr das wollt. Also das geht natürlich auch. Xenon hier, alles mit am Start. Ja, ne? Also da auch wieder keine Grenzen gesetzt. Hier oben auch wieder Slots mit dabei. Ohne Ende. Und. Jo. Also klickt euch da einfach mal durch. Ich werde das jetzt mal ein bisschen zusammenschrauben. So ungefähr nach meinen Wünschen. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, was eigentlich alles so möglich ist. So, wir starten mal den Hobel. Beziehungsweise wir gucken mal ganz kurz hier. Hier haben wir unser komplettes Dashboard. Das funktioniert natürlich alles nach wie vor hier. Ist ja alles eigentlich SCS-Basis. Ne? Aber das, was wir hier natürlich sehen, ist natürlich hier alles bombastisch. Da kann man eigentlich nicht meckern. Ne? Also das, was ihr hier so sehen könnt, ist wirklich nur ein Bruchteil von dem, was man an diesem LKW alles bauen kann. Wer es wirklich, wie schon gesagt, nicht kennt, für die Leute, die es wissen, den brauche ich es ja nicht erklären. Es ist so viel. Ich weiß gar nicht genau, wo man anfangen soll. Es ist für mich, ist und bleibt einfach einer der geilsten Mods für den ETS 2. Ne? Also wenn man natürlich DAF, wenn man von der Marke DAF ausgeht, ne? Von 105er sowieso. Aber generell, da gibt es einfach nichts, was irgendwie dran kommt. Also wirklich gar nichts. Allein schon der Innenraum. Ich habe ja, wie schon gesagt, den Innenraum auch mal ein bisschen jetzt hier gemacht. Unten mit blauen Fußmatten kann man ja in Rot machen, in sämtlichen Farben, auch hier die Türverkleidung, hier die alles das mittlere habe ich jetzt hier mit Holz gemacht, kann man in Silber machen, in Schwarz, was weiß ich, hier oben auch noch mal, um das einfach noch mal darzustellen, was überhaupt hier alles möglich ist, ne? Es ist so viel, einfach nur göttlich. Kurz Licht, das können wir ja mal machen, also Standlicht, Abblendlicht, also wie schon gesagt, ich hätte hier den LKW voll ballern können mit Lampen ohne Ende, aber ich glaube, das wird dann ein bisschen too much. Deshalb habe ich gesagt, nee, komm, ich lasse es, mal so ein bisschen reicht ja, aber wie schon gesagt, ihr könnt dann selber mal bauen, wenn ihr wollt. Das, oh, falsche Taste, ich wollte hier ein Ding machen, so, da sind sie, na, da sind sie, falscher Knopf erwischt. Also das könnt ihr natürlich dann selber machen, ne? Klar. Aber macht richtig Laune, auch dann hier nachts mit dem Laster ein bisschen zu fahren, wenn man den richtig voll ballert mit sämtlichen Lampengedöns, da kommt richtig Laune auf, kannst sagen, was du willst. Toll, sehr, sehr, sehr toll. Also das mal so zum Lichttesten. Das ist wirklich nur ein Bruchteil gewesen, was ihr hier seht, denn normalerweise ist hier wirklich noch viel, viel, viel mehr möglich. So, kommen wir mal ganz kurz zum Fazit. Also es gibt ja nur eigentlich zwei Sachen zu berichten, die für die 1.43 relevant sind. Also wir haben jetzt hier, hab ich es jetzt hier nochmal angebracht, genau hier, dieser Flaschenslot. Oh, der ist neu. Neu. Und natürlich das Update generell für die 1.43. Das ist natürlich auch frisch auf dem Tisch. Ansonsten ist jetzt hier nicht mehr hinzugekommen oder so. Und was jetzt aber ehrlich gesagt nicht schlimm ist. Denn ich bin immer wieder froh, wenn der LKW von Wadek geupdatet wird, denn das macht einfach immer wieder Laune, sich hier hinzusetzen und einfach an den LKW zu bauen und zu basteln.
anstatt zu fahren. Fahren ist immer sekundär danach irgendwie so ein bisschen, ne? Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen bauen. Und wenn man gebaut hat, dann fährt man eine kleine Tour und dann reicht es auch schon wieder. Dann muss man wieder in die Werkstatt und muss wieder etwas Neues ausprobieren. So kommt es mir manchmal so ein bisschen rüber, aber ich finde es einfach nur geil. Es macht immer wieder Laune, mit dem DAF hier zu fahren oder dran rumzuschrauben. Es ist so. Einfach nur göttlich. Dann auch, wie gesagt, im Interieur. Hier gibt es ja so viele Sachen zum An- und Umbau. Es gibt nichts Besseres. Meine Damen, meine Herren, es gibt, gerade was das Interieur betrifft, gibt es einfach nichts Besseres wie das hier. Gerade bei den 105er. Göttlich. Da, ja, da fehlen einem einfach nur die Worte. So, und wie schon gesagt, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen. Falls ihr nochmal das ganze Video sehen wollt, ich packe es euch nochmal in die Beschreibung. Habe es hier am Anfang schon gesagt, guckt es euch an. Ansonsten, falls Fragen sind, einfach kommentieren. Entweder hier oder im SCS-Forum. Link dazu alles in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Abo für den Kanal nicht vergessen. Das Weihnachtsgewinnspiel auch nicht vergessen. Ein paar Tage habt ihr noch dafür. Und ansonsten, wie immer, knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.